19.30 Uhr. Wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, man kann uns ganz gut verstehen. Stichchen hatten wir im Vorfeld. Willkommen zum ersten Lachmann und Trink Diginar mit dem Thema, welche Schnittstellen eignen sich für die Vernetzung einer Geräte und Maschinen im Vergleich OPC-UA mit anderen Alternativen. Vorweg ein kleiner organisatorischer Hinweis, wer sich einwählt, hat automatisch sein Mikrofon stumm geschaltet und seine Kamera eingeschaltet. Da nochmal alle Ihre Einstellungen zu überprüfen, das Mikrofon und vielleicht auch die Kamera auszuschalten, damit wir das hier, sage ich mal, störfrei hinbekommen. Wir werden nach der Präsentation nochmal 15 Minuten haben für Fragen. Da kann dann jeder, der eine Frage hat, zum Ende dann sein Mikrofon wieder freischalten und diese dann im Plenum stellen. Genau. Dann fangen wir mal an. Die Reihen sind gefüllt. Denjenigen, den Sie jetzt sprechen hören, das bin ich, Michael Stinn, seit 3 Jahren im Hause Lachmann und Link mit dem Schwerpunkt Requirements Engineering und Lösungsberatung. Bei mir ist der Kollege Michael Porrath, das ist, sage ich mal, unser Schnittstellenprofi, der auch die Ausarbeitung gemacht hat, den Vergleich hergestellt hat, der gleich übernehmen wird. Wer Interesse hat an dieser Präsentation, weil er früher raus muss oder rausfliegt aus technischen Gründen, möge bitte eine E-Mail an unsere zentrale E-Mail-Adresse info@lachmann-de schicken. Dann übermitteln wir das gerne in Form eines PDFs. Die gesamte Session wird hier auch aufgezeichnet und zu einem späteren Zeitpunkt mit Audio und Video, insofern alles funktioniert, auch bereitgestellt, sodass man es nochmal nachhören und sehen kann. Und wie gesagt, haben wir nach der Präsentation nochmal 15 Minuten Zeit für Fragen, insofern sie dann auftreten. Diese können dann gestellt werden, einmal persönlich und einmal auch über das Chatfenster. Für diejenigen, die uns noch nicht kennen, ganz kurzer Überblick, wer die Lachmann und Trink ist. Wir sind ein Beratungs- und Entwicklungshaus mit über 120 Mitarbeitern mittlerweile, Tendenz steigend, für industrielle Hardware- und Softwareentwicklung. Wir machen seit 1983 Projekte bei mittlerweile über 100 Kunden in mehr als 50 Branchen. Wir begleiten unsere Kunden von der Problemsuche über die Umsetzung bis zur Wartung und Support und sind da auch durch lokale Nähe natürlich an langfristigen Partnerschaften interessiert. Zurzeit hören wir draußen am Markt von Kunden, von Interessenten, von Mitbewerbern so eine ganze Reihe von Buzzwords. Die Folie reicht gar nicht aus, um sie alle zu benennen. Wir haben jetzt mal die rausgepickt, die auch so im Bereich der Schnittstellen immer mal wieder auftauchen. Ein oder andere wird vielleicht was wiedererkennen. Und um dort mal ein bisschen tiefer einzutauchen, war jetzt der Gedanke dazu, das erste Diginar, was stattfindet, wir wollen das ungefähr jedes Quartal einmal machen, unter dieses Thema zu setzen, weil das doch den einen oder anderen unter den Nägeln brennt. Unsere Kernfrage heute ist dann eigentlich, wo liegen Vor- und Nachteile der gängigsten Kommunikationsschnittstellen im industriellen Kontext? Und mit gängigste meinen wir die, die uns in unserem Projektgeschäft am meisten über den Weg laufen. Und da haben wir jetzt einen Vergleich angestellt, beziehungsweise der Kollege Porrath hat einen Vergleich angestellt zwischen OPC-UA, HTTPS, Acon Agilink, MQTT und MT-Connect. Und das ist für mich jetzt die Gelegenheit, auch an den Profi zu übergeben. Hallo, mein Name ist Michael Porrath. Ich habe jetzt die Aufgabe, Ihnen zu erzählen, welche Schnittstelle da am besten geeignet ist oder für Sie. OPC gibt es, ich fange an mit OPC, werde dann anschließend über HTTP, dann über AG-Link, dann MQTT und MT-Connect referieren. OPC gibt es seit 25 Jahren, 1995 haben wir begonnen. Alles begann in den USA mit mehreren Firmen, Intellution, Optus 21 und Rockwell.
Wir setzen auf Microsoft DCOM. OPC heißt als Abkürzung Ole Plus Prozesskontrolle. Damals begann alles mit OPC Classic, insbesondere Data Access. Gemeint ist, Echtzeitdaten werden gelesen. Ab 1999 gab es Alarm und Events. Echtzeitdaten werden jetzt verknüpft mit Bedingungen. Das heißt also, Echtzeitdaten haben irgendwo in einem bestimmten Bereich Temperaturen werden überschritten. Erst kommen Warnings, anschließend kommen Fehler. Ab 2001 gab es HDA, dieses Historical Data Access. Da werden im Prinzip Daten verarbeitet. Echtzeitdaten werden in Datenbanken, Logs und gesammelten Daten gespeichert. Problem war halt danach die Einstellung von DCOM in Bezug auf Portfreigaben, Timeouts fehlten, Bindung an Windows, keine Kontrolle, was passiert. DCOM ist mehr oder weniger eine Blackbox. Das waren alles Gründe, warum man gewechselt hat in Richtung einer neuen Struktur. So ist OPC UA entstanden. Ab 2006 gab es da einen eigenen Kommunikationsstack. Der ist geschrieben in ANSI C, C Sharp und es gab Java-Implementierung. Ist geeignet für mehr Betriebssysteme, nicht nur Windows, sondern insbesondere Linux geeignet. Die OPC Foundation hat einen Stack geliefert, der sowohl Multithreaded als auch Single-Threaded konnte. Somit sind auch Prozessoren geeignet, die relativ schwach auf der Brust sind. Man kann also tatsächlich einen OPC-Server laufen lassen auf einer sehr kleinen Architektur, auf einem sehr kleinen Prozessor, ESP32 beispielsweise oder einen Atmel. OPC-UA-Architektur ist serviceorientiert, ist eine SOA-Architektur. Es gab insbesondere ein neues Zertifikationskonzept für Bereiche, sogenannte Subscriptions. Man kann jetzt Timeouts konfigurieren, man kann Datenstreams teilen automatisch, Chunking. Ja, OPC UA Foundation hat insgesamt 13 Teile, sogenannte Facets, bereitgestellt. Die Grundstruktur ist die linke Seite, man sieht hier die Serverseite. Häufig sind da Steuerungen, Sensoren, Aktoren und Router. Rechts sieht man die Client-Seite, das sind häufig Laptops, Tablets, PCs oder Leitstands oder vielleicht sogar auch die Cloud. Server stellt Daten bereit, indem er von der Steuerung sich die Daten holt über Callbacks oder Delegate. Und der Server funktioniert häufig in der Gesamtarchitektur als Slave. Er stellt im Prinzip Daten bereit, die der Client sich holt. Der Datenaustausch verläuft insofern bidirektional, als dass der Client nicht nur lesen kann, er kann also auch schreiben, auf den Server zugreifen. Er kann zum Beispiel dadurch Kommandos oder Einfluss nehmen durch Parameter, kann halt auch schreiben. Subscriptions. Okay. Subscriptions als Bereiche, die mit Zertifikaten gesichert sind, ermöglichen einen Sichtbereich für Maschinenbediener, Servicetechniker und den Leitstand. Bis 5 Jahren im OPC UA Portfolio. Dies ist der Tatsache geschuldet, dass im Prinzip das Grundkonzept war hier, wie man sieht, Polling ist und viel sinnvoller ist es natürlich, Events vom Server aus ohne Polling loszuschicken. Und genau das macht eben Publishing. Ja, PubSub liefert im Prinzip Echtzeitdaten bei Änderungen und derjenige, der sie konsumiert, der Client, der kann sich darauf subscriben, also sprich kann die sich anmelden. Insofern, wir kommen da gleich noch später zu, ist auch MQTT Grundlage für OPC UA. Also es gibt zumindest eine Implementierung, wo
ein Broker in dem Client implementiert ist, ein MQTT-Broker, der im Prinzip diese Funktionalität von MQTT für OPC UA mitnutzt. Ja, kommen wir zum nächsten. Ja, jetzt sieht man hier, jetzt habe ich im Prinzip schon die meisten von den Facets erklärt. Also die ersten drei sind eigentlich klar. Wie schon gesagt, der Subscription-Bereich unterteilt im Prinzip die Sichtbarkeit. So kann man im Prinzip einem Servicetechniker wesentlich mehr an Informationen geben wie einem Maschinenbediener. Und der Leitungsebene halt nur lesenden Zugriff häufig, um, ja, sage ich jetzt mal, verschiedene Leitungen ja, den Zugriff auf die Maschine nur bedingt zu geben. Ja, Verschlüsselungen sind mittlerweile durch die Zertifikate relativ simpel implementiert. Also der Benutzer, der am Schluss diese Sache verwendet, hat es sehr einfach. Wenn die Zertifikathürde mal genommen ist, ist der Zugriff total simpel. Node Management, damit ist gemeint Nutzung für große Netzwerke mit mehreren Anlagen. Da hat man die Möglichkeit, Maschinenvernetzung über so eine Art OPC-Aggregationsserver zu realisieren. Das heißt, man kann mehrere Maschinen zusammenschließen und hat die Möglichkeit, somit auf einen Server zuzugreifen, der die Informationen dann entsprechend bündelt. Auch das mit OPC-OA kein Problem. Ja, OPC hat eben die Vorteile, lange Industriestandard zu sein. Es gibt eine hohe Geschwindigkeit, eine gute Übersicht. Insbesondere ist nicht nur die Transportschicht abgebildet, sondern auch die Datensemantik ist abgebildet. Das heißt, ich kann an eine Steuerung drangehen und kann, ohne dass ich irgendwas weiß über die Steuerung, sozusagen ein Objektverzeichnis auslesen, habe dann automatisch die Informationen, welche Daten ich lesen kann oder schreiben kann. Ja, mittlere und große Geräte sind damit relativ gut zu machen. Man hat eine gute Durchdringung von kleinsten Anwendungen, vom Sensoranwendung bis eben zu einer Leitstandanwendung. Die Flexibilität hat den Preis eben komplex zu sein, aber bei der Einstiegshürde könnte L&R durchaus helfen. Ja, jetzt kommen wir zum nächsten Protokoll. HTTP ist eigentlich die gängigste Technologie im Web. HTTP ist eigentlich die Grundlage. Es heißt Hypertext Transfer Protokoll und basiert eigentlich auf HTML. Es gibt die Schnittstelle, gibt es schon 40 Jahre und wurde stetig weiterentwickelt. In letzter Zeit durch die, diese SPA-Anwendung hat es einen regelrechten Hype wieder auf HTTP gegeben. Für unsere Sache, für die Steuerung, ist insbesondere die REST-Schnittstelle interessant. Und da ist der Name Swagger zu nennen. Swagger ist eigentlich ein Schnittstellentool, womit diese REST-Schnittstelle dokumentiert ist. Ist sehr praktisch, weil Swagger konvertiert dann auch in alle möglichen Sprachen. Und hat somit die Möglichkeit, HTTP an Steuerungen mit ganz unterschiedlichen Devices zu betreiben. Der Grundaufbau bei HTTP ist immer eine Anfrage, entweder GET, POST oder PUT oder es gibt auch noch zig andere an den Server und der Server antwortet. Das ist eigentlich so ein typischer HTTP-Kommunikationszyklus. Erst ab HTML5 und CSS, was es erst seit 5 Jahren gibt, wurden diese SSE, Server-Side und Server-Side-Events und Websockets ermöglicht. Das heißt, da kann der Server von sich aus, wenn er mal eine Verbindung zu dem Client hat, Events schicken. Also er kann im Prinzip Echtzeitdaten bei Änderungen sofort Richtung Client senden. Websockets geht sogar in beide Richtungen. Da kann sogar ein richtiger Kanal aufgezogen werden, da können Daten hin und her geschaufelt werden. Ja, Vorteile, es gibt Bibliotheken für alle Programmiersprachen, ist sehr einfach zu lernen,
ab dem neuen Standard kam mit WebSockets und Server Events umgehen. Nachteil, man hat relativ viel Protokoll-Overhead. HTTP ohne HTTPS ist textorientiert. Man kann also direkt mitlauschen und kann sehen, was da drüber geht. Über die Schnittstelle hat natürlich den Nachteil, dass man da nicht sicher ist für die Zukunft. HTTPS ist da schon besser. Da hat man auf jeden Fall eine deutlich höhere, ja, beim Kommunizieren kann nicht jeder sehen, was man macht. Benutzt wird es häufig für Geräteinfos, bei Druckern oder bei anderen Geräten. Ja, bei SPA-Anwendungen ist es eigentlich, ist HTTP Pflicht. Download von großen Datenmengen wird dann relativ einfach mit dem Client gemacht. Jetzt kommen wir zu einer transportorientierten Schnittstelle, AG-Link. Insbesondere diejenigen unter Ihnen, die mit Siemens und S7 arbeiten, werden sicherlich AG-Link kennen. AG-Link ermöglicht eigentlich aus Client-Sicht mit einer DLL relativ leicht an Daten zu kommen, und zwar auch für alle möglichen SPSen, von der kleinen bis zur großen. Nachteil ist in jedem Fall, zumindest am Anfang, waren die Daten nicht erklärt. Das heißt also, man musste auf der Client-Seite musste man die Informationen über die Struktur der Daten, also die Semantik der Daten, welche, ist es ein Bool, ist es ein INT32, musste an der Stelle immer mitgeliefert werden. Heutzutage mit dem TIA, mit der TIA-Oberfläche, kann man sich diese Informationen von vornherein aus der SPS rausholen oder kann im Prinzip das ganze Projekt entwickeln innerhalb der TIA-Umgebung und kann so das AG-Link dann füttern mit den Strukturdaten und kommt so natürlich dann an die Daten heran. Grundsätzlich ist aber nicht, wenn ich jetzt an ein Gerät drangehe, an eine S7 drangehe mit AG-Link, weiß ich erstmal über die Daten nichts, es sind binäre Ströme. Ja, die Lizenzkosten ist noch eine Sache, die bei AG-Link zu bedenken geht. Ist ein recht einfaches Lizenzkonzept und kann bei großen Anlagen auch recht teuer werden. Vorteil ist, ist eine sehr schnelle Kommunikation an jegliche SPS. Funktionen auch bei älteren SPS gegeben. PC und Geräte, PC und Linux-Geräte können auf jeden Fall mit der SPS kommunizieren. Ja, Nachteile hatte ich schon gesagt, byte-orientiert. Ja, kleinste IoT-Sensoren ist eher nicht geeignet. Ja, und Maschine zu Leitstandanbindung mit AG-Link ist eigentlich auch nicht sinnvoll. Die Skalierbarkeit von AG-Link ist meiner Ansicht nach nicht so toll. Ja, aber wenn ich eine mittelgroße Maschine habe, ist es auf jeden Fall kein Problem, kleinzeitig die Daten auszulesen und anzuzeigen, beziehungsweise auch Einfluss zu nehmen auf irgendwelche Daten. Ja, MQTT, ein sehr interessantes Protokoll, gibt es ungefähr seit 15 Jahren. Was dabei als Grundlage ist, wurde entwickelt für im Prinzip Überwachung von Pipelines von Andy Stanford Clark von der Firma IBM und hat den riesen Vorteil, ist geeignet für sehr instabile Verbindungen und braucht auch wenig Kommunikationsbandbreite. Das heißt also, auch wenn die Kommunikation mal weggeht und wiederkommt, dann fängt sich meistens die Verbindung ohne weiteres, weil das Protokoll dazwischen so von vornherein vorgesehen ist. Man benötigt allerdings einen sogenannten Broker, den sieht man hier auf der Grafik in der Mitte. Dieser Broker dient sozusagen als Nachrichtenübermittler und der muss sozusagen hochverfügbar sein, sonst funktioniert MQTT nicht. Ein gutes Beispiel für MQTT ist WhatsApp von Google, Facebook. Die benutzen seit 2011 MQTT zur Nachrichtenübertragung. Dieses PubSub Protokoll ist im Prinzip MQTT-like, weil genau das macht im Prinzip ein Sensor. Ein Sensor published seine Sensordaten, Temperatursensor liefert seine Temperatur und der Subscriber kann sich im Prinzip anmelden auf bestimmte Temperaturen, die er sehen möchte. Man sieht in der Mitte ein Beispiel aus der Haustechnik, da ist natürlich ideal für geeignet.
weil auch die Struktur innerhalb des Brokers so aufgezogen ist, dass man da mit textbasierten Routen arbeitet. Und so kann man natürlich das Netzwerk von Informationen gut skalieren. Ja, nächste Seite. Ja, hier nochmal, man sieht im Grunde einen Publish-Vorgang. Man sieht, dass der Laptop sich subscribed hat. Immer dann, wenn der Sensor die Gradzahl geliefert hat, wird automatisch der Laptop informiert. Der Kommunikations-Overhead ist minimal, weil nur dann, wenn sich eine Änderung ergibt, dann wird auch tatsächlich eine Kommunikation von Sensor in Richtung Broker stattfinden. Ansonsten bleibt der letzte Wert, den er von dem Sensor bekommen hat, in dem Broker erhalten. Somit kann sich dann der Laptop jederzeit die Information über die Temperatur holen. Ja. Das Schöne an MQTT ist der minimale Protokoll-Overhead. Man kann also mit zum Beispiel einem Arduino Nano oder mit einem kleinen Atmel-Prozessor mit 5 Zeilen Code sofort eine Anwendung in Richtung Broker schreiben. Das ist also ideal geeignet für IoT-Anwendungen. Man kann natürlich das Ganze auch für größere Geräte, also ich denke jetzt an Fernseher oder an einen Kühlschrank beispielsweise, wäre überhaupt kein Problem, für die auch einen MQTT-Server einzurichten, um entsprechend zu kommunizieren. Ist sehr, sehr schlank. Client-Implementierungen sind für alle Programmiersprachen verfügbar. Wird gerne eingesetzt in Connected Car und Maschine-zu-Maschine-Verbindungen. Interessant ist eben, dass auch so Anwendungen wie der Instant Manager von Google und Facebook dieses Protokoll benutzt. MT Connect ist ähnlich wie OPC-OA. Es heißt Manufacturing Technical Connection. Gibt es seit 2006 und ist stark verbreitet in Nordamerika, in USA und Kanada. Werkzeugmaschinen und Geräte aus dem medizinischen Bereich verwenden gerade diese Schnittstelle. Hinterlegt werden pro Maschine Gerät sogenannte Agents. Diese Agents regeln neben dem Datentransport auch wieder die semantische Darstellung der Daten, genau wie bei OPC. Und die OPC Foundation und MT Connect Institute sind beide Non-Profit Standard Development Organizations. Sie arbeiten übrigens seit 2010 eng zusammen und versuchen dadurch im Prinzip die Aktivitäten zu bündeln. Auf der nächsten Seite sieht man einen Vergleich zwischen diesen beiden Organisationen. Sind ähnlich strukturiert. Die Mitgliederanzahl, die man unten sieht, die 127 ist mittlerweile bei MT Connect auf 400 angewiesen, mit Stand Mitte 2019 und bei der OPC Foundation ungefähr 800. Ja, das liegt natürlich auch alleine daran, dass OPC schon länger gibt. Wenn man jetzt die beiden so vergleicht, dann ist der größte Unterschied die Zertifizierung. Und die Zertifizierung ist beim OPC möglich. Und wir machen gerade bei einem unserer Kunden eine Zertifizierung. Und er möchte insbesondere eine robuste, gut getestete Software gerade bei Schnittstellen haben. Und eventuell hilft ihm das dann bei kritischen Benutzern. Insbesondere ist er jetzt da bei Pharmakunden. Muss er unbedingt nachweisen, dass er eine gute Qualität der Schnittstellen hat. Insofern macht die Zertifizierung da doppelt Sinn. Ja. MT Connect gibt es seit 12 Jahren. Man hat auch da eine gute Preisskalierung durch Adapter. Gibt eine sehr hohe Verbreitung in Nordamerika. Nicht alle Kommunikationsebenen sind eben abgedeckt. Eigentlich erst ab dem mittleren Bereich. Für kleinere Maschinen wird sicherlich MT Connect keinen Sinn machen. Ja, auch hier ist wieder die Flexibilität führt zu einer höheren Komplexität. Da sind wir schon am Vergleich aller Schnittstellen angekommen. Ja, man sieht hier, OPC-UA hat wohl alle Features, aber man sollte das jetzt
nicht so sehen, dass die anderen schlechter sind. Man muss es eben sehen, was brauche ich für meine Sache. Wenn ich kleinere Maschinen baue und mittlere S7-Geräte meine Steuerung sind, dann kann AG-Link als Zugriff optimal sein. Wenn ich immer eine große S7 verwende, so kann ich diese mit einem fertig vorkonfigurierten OPC-UA-Server bekommen. Dann würde auch bei meiner Bediensoftware wahrscheinlich ein OPC-UA-Client Sinn machen. Wenn man nur ein Geräteprofil anzeigen will oder die Dokumentation im Gerät mittels Webserver verfügbar machen möchte, dann ist HTTP mit FTP optimal und einfach. Wenn ich sehr viele verteilte Sensoren habe, Temperaturen eines Heizsystems, Feuchtigkeitssensoren eines Gärtnerbetriebs oder so, dann ist MQTT optimal. Wenn ich Maschinenbauer bin und nach Nordamerika exportiere, dann komme ich um MT Connect nicht herum. Beratung und Anforderungsanalyse ist wichtig. Da kann ich jetzt wieder zurückgeben an meinen Kollegen. Ja. Ja, genau. Nachdem wir jetzt da auch tiefer nochmal reingeschaut haben, welche Schnittstellen wir da aktuell so antreffen, wie die Unterschiede sind, einfach unsere Message auch nochmal, weil es so viele Unterschiede gibt. Bevor man sich für eine Technologie entscheidet, sollte man sich natürlich auf jeden Fall Gedanken machen darüber, wofür will ich es eigentlich verwenden. Das ist, diese Frage beginnt ja eigentlich schon spätestens zum Projektbeginn, wo ich mir anschaue, wo will ich eigentlich hin mit meiner Lösung, was sind meine Anforderungen. Anforderungen ergeben sich ja dann in der Regel aus meiner funktionalen Sicht und auch dem, was meine Benutzer brauchen. Die werden gesammelt. Im Anschluss wird dann erstmal ein grobes System entworfen und erst wenn das abgeschlossen ist, sollte man sich Gedanken darüber machen, welche der Technologien jetzt am geeignetsten sind. Weil dann hat man die Rahmenparameter alle erfasst, die Systemleitplanken erfasst und wenn dann die Technologie ausgewählt ist, dann geht es dann auch ins Eingemachte. Dann beginnt die Entwicklung eigentlich erst, wo man dann iterativ da zum Ziel kommen kann. Und genau um diese Systemleitplanken auf einem angemessenen Detaillevel, also wir wollen hier auch nicht das Vormodell wieder propagieren, von dem wir uns jetzt über Jahre hinweg entfernt haben, aber bis zu einem gewissen Detaillevel macht es natürlich Sinn, diesen Prozess zu durchlaufen. Und da aktuell viele Kunden dieses Thema auch haben und überlegen, auf welche Technologie muss ich denn im Zuge der Buzzwords Industrie 4.0 und Digitalisierung eigentlich bauen, haben wir nochmal gesagt, es macht Sinn, da tiefer einzusteigen und haben so ein Grundlagenpaket definiert, wo wir sagen, gerade für das Erheben von Anforderungen und Benutzeranforderungen macht es Sinn, eine strukturierte, aber auch pragmatische Methode zu haben und im Bereich Softwarearchitektur dort auch mit entsprechender strukturierter Methodik vorzugehen. Und für diese drei Gebiete haben wir dann auch Mitarbeiter im Hause extra zertifiziert und eine Methode entwickelt, deren Ziel es ist, nicht akademisch, sondern angemessen und pragmatisch dort die ersten Leitplanken zu definieren, dort dann auch nach einem vernünftigen Prozess eine Technologie auszuwählen, sodass es auch nachvollziehbar ist, mit dem Ziel, frühestmöglich in Summe Risiken rauszunehmen. Risiken hinsichtlich zeitlicher Umsetzung, Risiken hinsichtlich ist der Nutzen eigentlich gegeben, weil es kann durchaus auch vorkommen, dass man nach der Anforderungsaufnahme und Technologieauswahl feststellt, eigentlich macht es gar keinen Sinn, dieses Projekt zu starten. Das ist natürlich praktisch, wenn man das vor Implementierungsbeginn merkt und nicht erst am Ende. Wer seine Anforderungen kennt, kann auch Qualität sicherstellen und in Summe, wenn man mal über die Zyklen schaut, werden dadurch auch Kosten gesenkt. Und wenn ich den Benutzer noch frühzeitig mit dabei habe und an Bord nehme, dann kriege ich auch eine Anwenderakzeptanz und eine Software, die verwendet wird, ist erfolgreich. Eine Software, die kann noch so gut sein, die nicht verwendet wird, hat mir halt auch nicht geholfen. Ja, das ist so ungefähr das, was man in einer halben Stunde zu diesen sehr umfassenden Themen auch sagen kann. Wir haben einmal jetzt noch mal die Erinnerung, die Möglichkeit, natürlich diese Präsentation auch zu bekommen, durch eine Mail an info@lachmann-link.de.
Wir haben auch unsere Kontaktdaten hier nochmal hinterlegt. Wie gesagt, auf der linken Seite meiner einer als Ansprechpartner gerade für Grundlagenpaket Requirements Engineering und Co. Und auf der rechten Seite der Michael Porrath, der sich hier mit den Technologien beschäftigt hat, tiefer beschäftigt hat. Wir haben sicherlich auch nicht alle Technologien gezeigt, die wir kennen, sondern uns wirklich fokussiert auf das, was wir am häufigsten antreffen. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, auf Fragen zu antworten. Da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder Sie schalten Ihr Mikrofon an und in der Hoffnung, dass nicht alle gleichzeitig losreden, beantworten wir dann nacheinander die Fragen, die kommen. Oder Sie tippen Ihre Frage ins Chatfenster und ich lese sie dann vor und der Kollege Porrath wird sie dann vielleicht beantworten. Gibt es Fragen? Gut. Okay, dann hast du alles so gut erklärt, dass es keine Fragen gibt. Wir stehen natürlich bereit auch für ein Zwiegespräch, falls man jetzt hier in der Gruppe das nicht ausdiskutieren möchte. Wir würden uns auch freuen, Feedback zum Diginar zu bekommen, hinsichtlich Inhalt, aber auch hinsichtlich technische Abwicklung, nenne ich es mal. Konnte man uns gut verstehen, konnte man alles lesen, alles mitbekommen. Das war jetzt unsere erste Session. Und alles, was wir jetzt an Feedback bekommen, kann uns natürlich helfen, bei der zweiten Session noch mal eine Ecke besser zu werden. Okay, dann bedanken wir uns, dass Sie da waren. Wünschen Ihnen einen schönen Nikolausfeiertag, ein schönes Wochenende und für die Lach- und Trinkmitarbeiter, die ich hier erkennen kann, auch viel Spaß auf der Weihnachtsfeier heute Abend. Wir schließen den Kanal. Ja. Tschüss. Tschüss.